Ruhiges Wasser am Attersee. Noch, denn diese Woche werden hier Segelmanöver der elitären Soling-Klasse zu sehen sein. 33 Mannschaften aus 8 Nationen gehen dabei an den Start und kämpfen um den EM-Titel. Ja, wir sind an sich unheimlich gut aufgestellt im Bereich des Segeln. Nicht nur deswegen, weil wir die schönsten Seen der ganzen Welt in Oberösterreich haben, sondern weil wir vor allem gerade unsere Segelclubs in den letzten Jahren unheimlich gut begleiten haben können bei der Entwicklung der Jugend. Und auch, wenn es darum gegangen ist, internationale Wettbewerbe, so wie hier diese Solinger-Europameisterschaft auszurichten. Wir erhoffen uns natürlich vordere Plätze unserer österreichischen Segler. Aber wir werden sehen, wie stark die internationale Konkurrenz ist. Und der beste Segler wird sich herausstellen. Einer der Favoriten ist Karl Autheried. Der Präsident des Segelclubs hat schon alle Weltmeere bereist. Daheim am Attersee ist es aber doch am schönsten. Das Segeln hier ist ein sehr kurzweiliges, sehr schnell einen Schluss durch die drehenden Winde. Am Meer ist es wieder wesentlich, die Bootsführung zu mehr oder weniger zu betreiben und die Bootsführung wirklich Exaktes zu haben und dann das Wellensegeln, Strömungssegeln, was man am See alles nicht hat. Es gibt schon diesen Heimvorteil ein bisschen. Ja, also auf Binnenrevieren sicherlich, ja, weil hier gibt es den Rosenwind und da muss man sich schon ein bisschen auskennen. Wir werden immer ein bisschen auf den Kali schauen, wo er hinfährt. Zur Orientierung. Der Segelsport ist eigentlich eine gute Ergänzung auch zur beruflichen Seite, weil er eine Herausforderung ist, wo man taktisch kämpft, wo man technisch kämpft und wo man mit der Natur zu tun hat. Und es ist viel Spaß dahinter. Der Attersee ist heuer bereits zum dritten Mal Austragungsort einer Soling-Europameisterschaft. Bei der internationalen Segelelite somit kein grauer Fleck mehr. Alleine Deutschland ist mit 12 Teams gut aufgestellt, darunter Susanne Retzlaff-Steingross. Sie wird den Männern den Wind aus den Segeln nehmen. Und die Soling ist ein sehr anspruchsvolles Boot, besonders bei starkem Wind braucht man viel Kraft. Und das ist schon manchmal grenzwertig für mich als Steuerfrau, aber ich habe gute Jungs an Bord, die dann mal das Achterstach ziehen oder auch die Großschutt. Und ansonsten ja, hat man, ich sag mal so, meine Gegner schonen mich nicht. Also ich kriege da keinen Mädchenbonus, möchte ich auch nicht, weil ich möchte schon auf Augenhöhe ihnen begegnen. Österreich ist mit 10 Teams vertreten. Der heimische Sieg unter den ersten Plätzen ist somit so gut wie gesichert.